Ja, so ist es, meine Damen und Herren. Ich begrüße bei mir den regierenden Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Das ist kein Versehen. Sie sind immer noch regierender Bürgermeister. Das stimmt. Sie haben sich auch nicht verlaufen hier in den Deutschen Bundestag, sondern seit heute sind Sie auch noch Bundestagsabgeordneter. Genau. Armin Laschet, den wir eigentlich dazu eingeladen hatten, der musste gestern sein Amt abgeben als Regierungschef, weil das verboten ist nach der Verfassung Nordrhein-Westfalens. In Berlin scheint das gut zu gehen, oder? Ja, es ist eben in unserer Verfassung so geregelt, dass ich so lange im Amt bin, bis ein neuer oder eine neue regierende Bürgermeisterin gewählt ist. Und wahrscheinlich ist das Ende Dezember der Fall. Und das heißt, in dieser Phase jetzt, in den 8 Wochen, habe ich beide Funktionen. Mal Hand aufs Herz. Also seit 96 sind Sie dabei. Sie waren schon alles Fraktionschefs, regierender Bürgermeister. Das stelle ich mir total spannend vor. Was um Himmels Willen wollen Sie jetzt hier noch im Deutschen Bundestag? Na, aber die Bundespolitik ist doch mindestens genauso spannend und es geht ja weit darüber hinaus. Es ist ja eben auch internationale Politik, die ich auch sehr interessant finde. Und man hat als regierender Bürgermeister eben Erfahrung gesammelt, im Landesparlament ja auch, die man auch hier einbringen kann. Es sind Stadtentwicklungsthemen, es sind internationale Themen, Integration. Migrations- und Migrationsfragen, die Wissenschaft, also alles, was in Berlin von großer Bedeutung ist, spielt im Bundestag in einem größeren Rahmen natürlich auch eine Rolle. Nun ist natürlich ganz angenehm für Sie, dass Sie hierher kommen und Ihre Partei den Bundeskanzler stellen wird und vielleicht auch das ein oder andere Amt da winkt. Allerdings gibt es auch so eine Regel im Deutschen Bundestag, also neue Abgeordnete dürfen eigentlich nicht zugreifen. Haben Sie ernsthaft die Hoffnung, irgendwo dann doch noch benannt zu werden? Ich mache mir da überhaupt nichts vor. Das ist ein Riesenbetrieb und Sie haben die Regel eben schon richtig benannt. Ja, man muss sich hier auch hinten anstellen. Hier sind viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen, die seit Jahren in ihren Fachbereichen tätig sind. Und jetzt müssen neue auch Erfahrung sammeln. Ein Stück Erfahrung bringe ich mit aus dem Landesparlament. Ich hoffe, dass ich in meinen Themenbereichen arbeiten kann, die ich auch als Wünsche angemeldet habe. Aber mir ist völlig klar, dass das nicht verbunden ist mit irgendwelchen Posten. Aber ich glaube, das liegt weniger an Ihrer Qualifikation oder von dem Niveau, von dem Sie kommen, sondern Ihr größter Nachteil ist, dass Sie ein Mann sind. Naja, das will ich jetzt nicht als Nachteil bezeichnen, aber es ist schon richtig, dass es auch diese Sensibilität gibt, dass nicht mehr selbstverständlich Männer in einem bestimmten Alter dann sich aussuchen können, was sie machen und alle anderen müssen warten. Das finde ich richtig, dass sich das geändert hat, dass man eben auch guckt, bekommen Jüngere eine Chance, bekommen natürlich auch Frauen gleichberechtigt die Chancen auf alle Ämter und Mandate. Das ist richtig und nun trifft es vielleicht auch mal den einen oder anderen Mann, dass er nicht sofort an der Reihe ist. Gucken wir noch mal auf den Wähler. Viele Wähler der SPD hier in Berlin sind enttäuscht. Sie sind deshalb enttäuscht, weil ihre Nachfolger in Berlin verhandeln über Rot-Rot-Grün in Berlin. Das hatten wir hier 5 Jahre und ganz ehrlich, die meisten waren überhaupt nicht zufrieden damit. Und Frau Giffey, ihre potenzielle Nachfolgerin, hat ja auch versprochen, es kommt ein neuer Wind, neuer Aufbruch für Berlin. Den sehe ich persönlich jetzt nicht so. Ja, nun muss man sagen, dass das Wahlergebnis auch so ist, dass es kein Wunschkonzert danach ist, sondern dass man auch mit den Gegebenheiten umgehen muss. Und es ist richtig, dass auch in Berlin nicht alles reibungslos in den letzten 5 Jahren funktioniert hat. Aber es gibt doch sehr viele Gemeinsamkeiten in der bisherigen Koalition. Und Frau Giffey lotet jetzt aus, reichen diese Gemeinsamkeiten auch für die nächsten 5 Jahre? Und sie ist der Meinung, dass das funktionieren kann in den Koalitionsverhandlungen. Jetzt wird sich zeigen, ob die Substanz wirklich da ist, ob auch Grüne und Linke bereit sind, die Themen, die ihr wichtig sind, mitzutragen. Jetzt sind Sie noch ungefähr 8 Wochen im Amt als regierender Bürgermeister. Am 5. November ist die nächste Bundesratssitzung. Rein theoretisch nach der Verfasstheit des Bundesrates, Sie waren ja mal selber Chef da, dürfen Sie da gar nicht mehr aufschlagen, zumindest da nicht abstimmen. Ja genau, das ist tatsächlich etwas strenger. Ich darf Regierender sein und Bundestagsabgeordneter, aber nicht in den beiden Bundeskammern aktiv sein, also im Bundestag und im Bundesrat. Da ist es strenger, aber das ist kein Problem, weil die Bürgermeister, die Senatoren in Berlin aus der Landesregierung natürlich auch diese Stellvertretung übernehmen können. Da sehen Sie mal, wie spannend Politik sein kann. Michael Müller, danke, dass Sie da waren. Der neue Bundestagsabgeordnete, der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Aber lange bleibt er das Letztere ja nicht mehr. So.